Steinbock-Baby Alexa hatte keinen leichten Start ins Leben. Am Tag nach der Geburt im Wildpark Grünau starb seine Mutter. Das Steinbock-Baby wollte nicht mehr fressen, hatte Durchfall und eine Augenverletzung. Die Überlebenschancen waren gering. Das ist ganz schwierig, weil sie war so klein und mit den Verletzungen. Es war, also die Aussichten waren nicht sehr groß, aber irgendwie muss man es probieren. Und da war eben der Gedanke, Maria könnte es schaffen. Einpackt und angerufen und somit war die Sache erledigt. Alex Rettenbacher gab das mutterlose Neugeborene in die Hände seiner Schwägerin Maria. Sie kennt sich im Umgang mit Tieren aus und kümmerte sich um das Steinbock-Baby Alexa wie um ein eigenes Baby. Keine leichte Aufgabe. Ja, es ist schon sehr anstrengend. Da ist natürlich viel super, dass ich eigentlich daheim arbeite, dass ich lauter Kundschaften habe, die was das auch irgendwie akzeptieren. Weil sie ist ja am Anfang auch immer im Massagebereich drinnen gelegen und hat gewartet. Sie manchmal hätte es natürlich auch gar nicht gefreut, dass da wart, sondern hat geglaubt, sie kann auf der Kundschaft einmal umspringen. Gekriegt habe ich sie ja mit 1,60 Kilo. Da tut es noch nicht weh, aber trotzdem. Dank der guten Pflege und den vielen Flascherl, die sich Alexa nur von ihrer Ziehmutter geben lässt, ist das Steinbock-Baby gut zu Kräften gekommen. Normalerweise sorgt Maria mit Bergtouren für genügend Auslauf und schaut, dass die Kleine ausgepowert ist. Ist dafür mal etwas zu wenig Zeit, hüpft Alexa auf alles, was nicht bei drei aus dem Weg ist. Was ich auch einmal lernen habe müssen, wenn sie sich schreckt oder wenn man schimpft, flucht nach oben. Ein Steinbock flüchtet nach oben. Und du schimpfst das und sie steht wieder aufs Kuchenkastel ganz oben. Und du weißt schon wieder nicht, was zu sagen ist. Also du gewohnst das ab, dass du schimpfst eigentlich. Seit dem zweiten Tag lebt Alexa bei Maria. Gerade am Anfang folgte sie ihrer Ziehmutter auf Schritt und Tritt und durfte über Nacht sogar bei ihr im Schlafzimmer bleiben. Das Steinbock-Baby ist unter Menschen groß geworden und glaubt jetzt, sie sei selbst ein Mensch, erklärt Verhaltensforscher Josef Hemmetsberger. Es gibt dieses Prägungsphänomen. Das heißt, dass sie eben den Menschen als quasi eigene Art ansieht und dann ein Problem hat, wenn sie unter Steinböcken ist, weil für sie sind das eigentlich keine Artgenossen, sondern das sind eigentlich Menschen. Ein Steinbock-Baby aufzuziehen ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite braucht es viel Obhut und Pflege, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Auf der anderen Seite kann diese Fürsorge auch negative Folgen haben. Also wir wissen, dass so handaufgezogene Tiere eigentlich immer ein Defizit haben. Also als Mensch kann man ihnen alle Dinge, die sie im normalen Leben brauchen, nicht wirklich beibringen. Das fängt an mit, was sie springen, spielen, alle diese Dinge. Was noch dazu kommt, ist, dass sie ihr Leben lang eigentlich zahmer bleiben. Für Alexa wäre ein Überleben in freier Wildbahn quasi unmöglich. Das macht aber nichts, denn im Wildpark Grünau freut man sich schon auf ihre Rückkehr. Sofa und Kuscheldecke wird es dort zwar nicht geben, aber es warten dennoch Annehmlichkeiten. Ein großes Steinbockrudel und all inclusive. Wir kriegen von unseren Tierpfleger täglich, was sie brauchen an Fressen, an Futter. Wenn es einer schlecht geht, kommt sogar noch der Tierarzt. Und eine wunderschöne Anlage mit viel Wasser und vielen Felsen zum Klettern und zum Springen. Also ich glaube, hier wird es genauso gut gehen wie alle anderen unseren Wildtiere. Die Umgewöhnung vom Mensch auf die Wildtiere hat bereits begonnen. Halbtags ist Alexa bereits wieder im Wildpark Grünau. Die restliche Zeit aber bei ihrer Ziehmutter.